Komm, Max. Ja. Natürlich als Trainer verschiedene Variationsmöglichkeiten, wie ich das am besten umsetzen kann. Aktion, wie sie sein muss auf der Seite, haben wir jetzt ja schon einige Male gehört. Ja. Wir bauen jetzt ganz einfach ein, dass der Torwart praktisch beginnt. Er beginnt um die Hütchen mit einer Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, schön in einer flüssigen Bewegung. Ja. Kommt dann praktisch vor das Hütchen, das ein bisschen weiter weg steht, dass er da schon mal die Aktion nach vorne hat und stellt vor diesem Hütchen praktisch den Fuß, den linken Fuß, dass er auf die Seite schön hier in der Bewegung nach vorne geht. Und sein Ziel muss es sein, den Ball vor dem roten Hütchen hier ja, zu fangen oder abzulenken, wenn der Ball weiter ist. Ja. Wir werden das Ganze flach beginnen und danach machen wir ein paar schöne hohe zum Fliegen. Ja. Okay, Max, fangen wir mal an. Jawohl, komm nach vorne. Jawohl, ist gut. Ja, ist gut. Komm, Stefan. Ja, Beinarbeit ein bisschen besser, ja. Bisschen flüssiger, Stefan, gell? Bisschen hier, bisschen besser Beinarbeit. Besser im Rhythmus kommen. Jawohl, kleine Schritte, komm her. Ja, wenn du gleich versuchst hinzukommen, war vielleicht ein bisschen hart, ja. War der Körper ein bisschen zu spät, gell, Max? Ja? Und komm. Ja. Jawohl, jeder noch einen, dann machen wir Wechsel zu die hohen. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, stopp. Also, typischer Fall wieder, was wir vorher immer wieder angesprochen haben. Ja? Er ist einfach einen Tick zu spät dran. Ja? Die Beine sind viel zu weit vorne und dann ist die Gefahr natürlich, dass er die Beine alles nachschiebt. Ja? So schenkt er eigentlich seine ganze Länge her. Es wäre natürlich, so wäre es gut, wenn du dann praktisch hier liegen würdest. Und das macht hier schon allein durch die Bewegung der Radius um einiges weiter. Ja? Wo der Ball, wenn ich den weiter hier weiterlaufen lassen würde, geht er schon neben das Tor. Ja? Und das sind genau solche Sachen. Und solche Sachen bitte zu Hause im Training. Ich bin der Trainer und will Ihnen was lernen. Ja? Alles andere, wenn ich nur dastehe und spiele ihm die Bälle hin und mir fällt sowas auf, aber ich sage nichts, ist für mich ein reines Abtrainieren. Ist Zeitvertreib, der Junge lernt aber nichts. Solchen Sachen, penetrant sein, immer wieder. Und wenn ich es Ihnen in einem Training 50 Mal sagen muss, was er verkehrt macht, der kann es irgendwann nicht mehr hören. Aber er muss wissen, was falsch ist. Ja? Wir probieren nochmal einen. Oh, komm. Komm her. Ja, gut, der von rein. Komm her. Ja, macht nichts. Ja, okay, besser, gut. Ja. Komm her, komm her, komm, jetzt den Fuß. Ja, ist okay. Die Schau vielleicht noch, das ist immer so. Ja, dass du, wenn du fliegst, ja, wenn du fliegst, hier, Ball kommt, Ball kommt, Ball kommt. Du musst schauen, dass du hier den Ball hier vorne, hier offen. Dass der Ball zu spät, dann kommst du oft hier noch mit der Hand. Ja. Macht dann auch wieder eine Kleinigkeit aus. Ja. Ja, war gut. Ja, Kiki mehr nach vorne. Letzter Ballgriff. Ja, okay. Gut.
Variante bei so einem ähnlichen Ablauf, wenn wir wieder so kleine Hürden zur Verfügung haben. Ja. Ist ja vorher schon was gemacht worden mit so, ja, mit den Hütchen, mit Skipping drüber. Da hat man natürlich ja, ein bisschen höher und man muss ein bisschen besser in den Rhythmus kommen. Wie man das jetzt vielleicht hier schon sieht von der Seite, die Linie ist bewusst schräg nach vorne von den kleinen Stangen, ja, von den kleinen Hürden. Er geht praktisch schön ins seitlichen Skipping rüber, ja, in einen schönen, mit zwei Zwischenkontakten, einen schönen Rhythmus kommen. Und wenn er die letzte Stange draußen hat, kommt er raus, er setzt den Fuß wieder richtig nach vorne und schaut, dass er den flachen Ball vor dem roten Hütchen ja, abwehren kann oder am besten sicher halten kann. Ja. Jawohl. Oh komm, Kiwi, ja. Okay, war vielleicht ein bisschen schnell von mir. Vielleicht ein bisschen leichtfüßiger, ja, nicht zu stampfen. Jawohl. Einmal hoch, Max. Ja, stopp kurz, stopp wieder, bleib liegen. Leg die ganze Mal hin. So, wäre für mich als Trainer schon wieder ein typisches Beispiel. Körper ist zu weit hinten, Füße sind da, die Gefahr ist zu groß, dass er zu weit überdreht. Ja? Er müsste ja, mehr so liegen. Ja? Solche Sachen immer wieder zu Hause in der täglichen Arbeit. Ja, den Torhüter darauf hinweisen und irgendwann macht das richtig. Und komm, Kiwi. Ja. Komm, Max. Ja, Kiwi, letzte Hürde. Letzter Ball.